Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, ich bin hier ja im nächsten Echo und die reden wieder über Drogen. Das ist wieder typisch ab 40 Chat oder so. Also es ist einfach so, dass wir ab und zu abstimmen, also ab und zu gefragt haben, wie alt sie sind, und die meisten sind 40. 41 ungefähr. Und das finde ich so wichtig, dass sie immer so erwachsene Themen oder ja eher nicht erwachsene Themen haben. Wie zum Beispiel Drogen. Das tun ja Erwachsene nicht mehr konsumieren, oder? Okay, Last Epoch, die schlimmste Droge, die wird noch konsumiert. Naja, aber irgendwann tut man doch auch herauswachsen, oder? Ja nicht, wie lange man unbedingt so abhängt und Drogen nehmen muss wegen den Kollegen. Die es halt auch machen und so. Aber für mich war das sowieso eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, wo ich das erste Mal mich so mit Drogen befasst habe, weil Kollegen es gemacht haben. Schon immer klar, ich nehme keine Drogen, ist mir egal, was meine Kollegen sagen. Ich habe ja meinen PC, das ist halt eine Softdroge. Das reicht mir, so ein PC. Und ja. Viele andere machen es halt doch ein bisschen intensiv. Also so wie ich lese, gibt es immer wieder neue Drogen. Das kannst du einfach manchmal ablesen. Was die alles erzählen. Boah, diese Ding. Was sind das eigentlich? Käfer. So. Und wieder ein Ambush. Ein Ambush suche ich. Oh, hier sind Ambush. Die sind von den Ambushes. Von diesen Buschmenschen. So, oh Gottchen. Mann, sind die stark. Oh, ich hab ihn. Dieses Glück wieder. Mann, ich habe schon wieder ein Item gefunden, das ich so gebrauchen kann. Schön. Ich habe nämlich noch einen Reef. Void Echo, Void Knight begonnen. Und der spielt sich relativ, ja, ein bisschen zäh. Also, Rife ist jetzt auch nicht gerade so das Wunder des Clearance. Also, ich habe noch kein Echo. Ich bin ja noch nicht Void Knight. Was bin ich jetzt? Level 10 oder so? Ich glaube, Level 9 noch. Und spielt sich schon sehr gut durch den ersten Akt. Also ich musste schon mehrmals fast in die Hosen machen. Ja, wirklich, also Nahkampf ist überhaupt nicht gut in diesem Spiel. Ich sag das schon immer bei Path of Exile, aber in Last Epoch ist es noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie gebrauchen könnte. Nee. Diese Rüstung nicht. Und Seelenfeuer. Haben wir nicht im letzten Part darüber geredet, weil einer das gepostet habe und ich habe den Namen nicht erkannt. Genau, das so war's. Jetzt habe ich auch das Seelenfeuer. Ah ja, das Schild irgendwie ausrüsten, aber ich habe ja noch den Stab an. Okay, aber für den Boss hilft es. Da brauche ich aber noch mehr Räuberresistenz. Also ein bisschen doof, wenn man nicht so viele gute Items mit Void Resistenz bekommt. Also ist schon krass, eben wie Schaden man kassieren kann. Tja, muss man aufpassen. Sonst muss ich halt die andere Timeline anfangen, aber dort ist ja Feuer und Feuer habe ich glaube ich auch nicht so viel. Oder? Ja, 27. So. Gut. Mehrfachschuss geht auch nicht. Ach man, immer diese Wiederbelebungsgegner. Ja, jetzt wenn es schwerer ist, ist es natürlich gefährlicher. So ein Wiederbelebungsgegner. Und die geben ja nicht gut. Bonis. Die kommen so wenigstens Schaden. Das ist Wahnsinn. Nur Schrott. Mehr als Schrott. Jetzt schreibt doch nicht immer so viel, ey. Mann, diese
Ja, Leute, die in den Spielen immer so viel schreiben müssen. Als würden sie nicht spielen dürfen. Nur chatten. Bitte lass mich doch ein bisschen in Frieden. Ich tue Let's Play, du brauchst da Aufmerksamkeit. Oh, Cave von Valdir, so geil. Heute ist das Dropglück wieder fantastisch. Immer mehr fantastisch. Cool. Ja, jetzt muss nur noch da diese Handschuhe kommen. Und noch etwas. Batterie ist leer. Nachdenk, Auffüllbatterie ist leer. Nachlade. Ah, cool, ja. Ja, hallo. Ich sehe nicht mehr willkommen. Hier ist der Kreis der Röckmonster. Dürft ihr nicht betreten. Ja, dann kommt noch so ein Stinke. Cobra-Ding. Geht ja schon. Du bist zu spät. Du konntest nicht besiegt werden von mir. Mit diesem Ansturm. Luftangriff. So, weg damit. Oh, jetzt kommen sie ein bisschen schneller. Hm? Okay, fertig. So, läuft ja super. Auch wenn ich ja immer noch sehr schwer krank bin. Ich habe mir irgendwas geholt, eine Erkältung oder so wegen dem Wind. Und hier drinnen in der Wohnung ist es so heiß. Ich muss jetzt unbedingt umziehen. Ich muss irgendwas machen. Ja. Körperliche Schaden, Mikrovitikwiderstand ist ziemlich gut. Kann ich aber sonst nicht gebrauchen. Jo, gibt's irgendwas, was wir gedroppt haben, das uns Schaden gibt mehr? Eine Einhand ist? Ja, hier sowieso nicht. Ja, den Ghost, Geistermacher könnte ich eigentlich ausrüsten. Bringt aber überhaupt nichts. Sonst. Ich habe noch irgendwo die Klinge. Ja, nee. Bringt halt auch nicht so viel. Ja, weiß es nicht. Also ich bekomme auch kaum durchgedroppt. Ja. Keine Ahnung. Benutze ich für meinen Reef Paladin dann. Reef Void Knight. So, und ja, gehen wir mal hier hoch. Abklingzeit irgendwas nicht so ja, schlimm gerade momentan. Ja, finden wir einen Dolch oder der Loot fehlt alle Dolche irgendwie weg, man. Ah, genau, den Fulgur Shards oder so. Durch den brauchen wir noch. Ja, und der droppt erst im nächsten Echo dann. Gut. Wir könnten es wagen, irgendwie. Gegen Relift zu kämpfen, oder wie sie heißt. Das ist ja eine Schattenversion von ihr. Sie ist gerade irgendwie anders. Gegner sind echt doof. Die waren mal mega mächtig. Die wurden schon mal genervt, aber zu wenig. Da sind wir schön drüber hüpfen. So. Ja, die Krähenfüße sind irgendwas Cooles. Ja. Die sehen so schön aus. Und auch die Eisexplosion. Jetzt habe ich getroffen. Hab's nicht gesehen, dass er zurückkommt. Ah, hallo! Dich gibt's auch noch. Cool. Das ist nur eine Hülle von sich selbst.
schwach wie ein Flunder. Feuerschaden. Widerstand gegen Leere. Ach, Mano. Muss es ein Gürtel sein? Ich schau mal wegen einem Dolch hier. Ja, gut. Unerhört. Also, ich schau mal. Habe ich irgendwie leeren Widerstand? Also Kälte und Blitz brauche ich momentan nicht. Wir haben nur schlechte Leeren. Noch mehr leeren Widerstand. Blitzschaden brauchen wir momentan nicht. Kältewiderstand brauchen wir auch nicht. Man muss einfach so viele wie möglich haben. Ja, wir haben genügend. Sehr schön. Leeren Schaden brauche ich dann für den Void Knight. Ich denke mal. Na, Feuer brauche ich. Dann nehme ich hier den raus. Also schauen wir mal, ob das geht. Also, ah ja, ich wollte ja noch den machen. Rüstungsbruch ist nicht so gut. Oh, Abklingzeit haben wir drauf. Machen wir noch ein paar, aber einfach mit guten Bonis. Jetzt haben wir ein bisschen Probleme in der Mission. Oh. Guter Drop. Blitzschaden mit Shuriken, das brauche ich. Ja, müssen wir bald mal ein bisschen craften. Ne? Schön, immer schön zerlegen. So langsam. Gut, habe ich jetzt gut für Void-Resistenz, weil die ballern ja mega. Nochmal Schulden. Ja. Ich sehe das Wasser auch gar nicht auf dem Boden. Gesundheit, ja. Einer ist nochmals oben. Und dann müssen wir irgendwo rechts runter wieder kommen. Nur die dicken Gegner. Dicke, schnelle Gegner. Dicke, schnelle Gegner. Sehr schön. Geht auf der Fortune, du bist schon ziemlich effektiv. Ja, ein bisschen Resistenzen. Das ist gut. So, alle tot schon. Ich war ein bisschen kurz davon wegen dem Ding. Spitze. Und schon ist man einfach noch Gegner frei im hinter uns Mücken. So. Ja, ja. Hier ist ja nicht so viel. Ja. Kälteschaden. Jetzt auch noch nicht direkt. Ja, wir müssen schauen, dass wir einfach genügend Inventarslots frei haben, damit wir aufräumen können. Deshalb nicht so viel mitnehmen, aber gut, frei spielen, wir haben ja genügend Geld. Ja. Und dann einfach mal machen, wenn beim Livestream oder so mal heftigst aufräumen. Viel Spaß dabei beim Zuschauen. Ne, ich nehme momentan echt nicht so viel zum deshalb
kann ich leider nicht leisten. Es ist so schwer, einfach so die Konzentration zu haben in der Zeit. Ich möchte ja nicht einen Ausruh-Stream machen, sondern einen Spielestream. Aber es wird bald wieder gehen. So. Ja, die Map ist sehr großläufig. Ne? Sehr weitläufig. Ne? Also vorher beim Transport-Fuel-Let's-Play-Part habe ich eigentlich wenige Konzentrationsprobleme gehabt. Aber jetzt hier bei... Bei Last Epoch, ja, ist es mehr. Und ich bin jetzt momentan echt wieder in PSFXL drin. Ich muss es einfach noch ein bisschen optimieren, dann kann ich es eigentlich auch gut Let's Playen. Ich werde wahrscheinlich ziemlich viele Parts machen. So, dass natürlich Last Epoch nicht irgendwo unterleidet oder so. Aber sehr, sehr, sehr gut eigentlich. Und vielleicht kann ich einfach Pass of Exile ein bisschen live streamen und Last Epoch kommt halt. Ja, wenn ich einfach gerade Kraft und so habe drauf. Oder beides. Aber jetzt momentan sieht es noch nicht so danach aus, leider. Weil Last Epoch, also in Last Epoch ist es vor allem zu sehen. Pass of Exile auch nach ein paar Tagen haben die Leute nicht mehr so Lust zuzuschauen, wenn man einfach viel zu langsam ist. Also das würde mich schon motivieren, dann wieder zu livestreamen und ja, die Kraft einfach bringen. Also jetzt zum Beispiel in Last Epoch halt wirklich, ja, Season 1 ist jetzt wirklich nichts. Ich möchte natürlich schon fertig werden, irgendwie so gut wie möglich, bis dann Season 2 beginnt und etwas ist. Aber ja. Es ist immer schwer, passt nicht ins Alter. Ich will die. Ah, nochmals. Nochmals das Gleiche. Nein, das ist ein anderes. Was ein Amulett. Genau. Hier waren wir noch. So, jetzt haben wir synchronisierter Schlag. Und das heißt. Ich muss jetzt kurz schauen, was man skillen muss. Also auf jeden Fall hier rüber. Und hier hoch. Also das kann ich auswendig. Und hier sind eigentlich drei. So, jetzt muss ich aber schauen. Zwei, zwei unten. Okay. Das ist doof. Also 2-2, oben 2-1, das ist glaube ich 5. Dann machen wir doch mal zuerst die Mana-Effizienz. Und bei Mana-Effizienz muss ich 3 Punkte, dann haben wir noch Schnelligkeit hier drüben. 5 Punkte. Jo, und hier 1 Punkt, glaube ich. Ja. 1, 5. Sie hier 5, gut. Sehr schön. Also, dann schauen wir noch. Rasei und Hast, nein. Abklingzeit, nein. Crit, nein. Widerstände, nein. LP, nein. Streifhieb. Und Rüstungsbruch könnte ich nehmen. Also, wir machen zuerst mal Streifhieb. Und dann machen wir die Bosse. Also, der Boss dann. Die Mission meine ich. Soll ich noch kurz? Oh, das war kurz. Distanzen mal ein bisschen zu heftig, aber der Schaden nicht so. Ja, im nächsten Part wahrscheinlich der Boss da. Probieren wir ihn einfach. Wenn wir ihn ja nicht schaffen, dann schaffen wir ihn nicht. Also vom Schaden her wird es sicher klappen.
Aber auch die Resistenzen und alles so funktionieren. Tja. So, lass mich mal hier leveln. So, denn ist schon wieder am Bosch. Ja, es ist 100% am Bosch. Ja. Am Bosch. Boss, ja, Boss, ja. Am bösen Höschen. So, also. Dann diese. Krit, so viel Krit schon, also. Aber Zauberschaden auf Dino ist doch gut. Machen wir uns einen Phönix. Yay, meine Lieblingsgegner sind so. Das Kreischen so süß. So, also. Dann haben wir aber nochmals einen zu machen. Ich mache jetzt mal zwei dort rechts rein in Angriffsgeschwindigkeit und dann ein paar auf Stärke, also Schaden. Wirbel ausweichen halten. Ja, sag ich mal, ne, Pöne. Gibt's hier auch noch gute Werte? Ah, Lerngegner ist er, ist sie. Auch Lerngegner. Ausweichen, komm. Ausweichen ist auch total easy. Sie können gar nicht so viel ausweichen, wie Schaden machen. Lol, alles gelbe Items. Die ich nicht brauche. Der Filter ausblende. Bogenangriffstempo gleich, glaube ich, auch nicht. Die zwei Punkte. Ich mache kein Bogenbeet. Wenn dann nochmals ein Drakensang-Beet. Balkonier da mal da jetzt. Aber jo. Er war halt auch sehr squishy. Hat mir wirklich gefallen. Geht, aber. Ist der Marksman davon. Aber ja. Muss jetzt dieses Timeless Sanctum-Ding sein? Okay, es ist relativ neu, glaube ich. Ich hab's. Aber den Badge eigentlich noch nicht gehabt, aber trotzdem. Ist doch ein bisschen langweiliger als die anderen. Levels. So bist du jetzt denn ausgeliehen? Oh, dann ist aber Schaden. Geil. Ich liebe diesen Angriff jetzt doch. So. Da gehe ich eigentlich hin, weil die ja runtergehen, die Gegner. Müsste ich eigentlich jetzt hier durchgehen? Wieder hier hin zurückkommen. So, einer kommt auf mich zu, aus dem Lernkriechen. Cool. Schön, wunderschön, das hat Spaß gemacht. So, und der andere kommt auf uns zu dann. Hallo, da bist du ja. Mein Lieblingsfan. Tschüss. So, nochmal. Gut, also das haben wir hier. Balkenschläge. Doppelt. Ja, kann ich mitnehmen, wenn wir den Wurf schauen. Sehr gut. Also, dann haben wir hier mal Schaden zu machen. Okay, schade. Also, was haben wir für Zeit? Für eine Mission reicht's noch. Vielleicht auch zwei, aber die sind, glaube ich, ein bisschen größer.
Ja, das ist eines der Größe. Sieht aber ganz anders aus, irgendwie das Gebiet. They won't forget that one. Ich freue mich schon auf die Handschuhe, wenn dann diese Glyphen mal stärker sind. Weil durch zwei auf den Handschuhen zwei Geschosse mehr werden die Geschosse nochmals stärker. Und wegen dem Crit Multiplier, ja, werden sie auch noch stärker natürlich. Safe travels. Multiplier. Man sagt manchmal, auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. Ein Kritz. So, oder? Ausgeskillt. Schaden fertig. Der Schlürfer. Die Mission ist aber nicht fertig. Was ist da wieder für ein... Oh, die kommen. Boah, ich bin drüber gelaufen, als er explodiert. Ich wollte es nicht riskieren, aber ich bin trotzdem da. Weil die machen so unheimlich viel Schaden. Warte hier. Nicht mehr angezeigt. Durchschaue dich. Ich durchschaue dich vielleicht auch so. Ich durchschaue dich. Oh, Synchronic Strike, du nicht. So etwas mir an. Bitte nicht. Schon wieder Schuriken. Jetzt schon, gut. Also, fertig. Gut, ja. Ich denke, ich beende so den Livestream. Ja, dann das Let's Play. Meine Gott, ja. Jetzt muss ich mich ausruhen, das ist Wahnsinn. Ich schon wieder geleistet heute, trotz Krankheit. So viel nekrotischer Widerstand oben. Cool. Ja, könnte ich brauchen. So. Also, denn das Let's Play und ja. Viel Spaß noch und einen schönen Tag. Tschüss.